Herzlich willkommen zum Tutorial vom Report der Subparts. Wenn ihr euch einen Subpart heruntergeladen habt, dann habt ihr so eine SMZ-Datei. Zum Installieren müsst ihr einfach diese SMZ-Datei per Drag and Drop in ein Teilbild ziehen. Und wenn ihr ein Subpart bereits installiert habt, dann müsst ihr einmal OK bestätigen, dass die Bitmaps, also die Bilddateien, überspeichert werden dürfen. Ansonsten kommt dieser Bildschirm gar nicht. Wenn wir jetzt mit OK bestätigen, dann haben wir das ganze Subpart schon im ganzen Büro installiert. Ich escape mal und zeige, wo es denn zu finden ist. Wir gehen auf die Bibliothek, dann auf Büro, Subparts und hier haben wir die Subparts hinterlegt. Ja, und dann könnt ihr die Subparts einfach per Doppelklick oder per Drag and Drop aktivieren. Mit einem Rechtsklick hier auf eine freie Fläche könnt ihr dann noch auswählen, ob ihr Symbolansicht haben wollt. Dann seht ihr das Ganze so. Ja, und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Auswerten können wir das Ganze mit dem neuen Report. Aber dazu gleich später. In der Attribuierung schaut es so aus. Wir gehen mal zum Attribut bearbeiten hier rein. Und ich habe jetzt da die Attribute Antwort 1 mit A1, A2, A3, A4, A5 belegt. Dann haben wir den Plantext mit Plantext belegt und die Bezeichnung mit Dübelleiste. Okay. Selbes Spielchen mache ich jetzt mit diesem Ding da. Und jetzt brauchen wir noch einen Hersteller. Sagen wir mal, der Hersteller ist auf A1. Wir nennen den Hersteller. Wunderbar. Und sagen das Ganze okay. Jetzt holen wir uns den Report, der ist automatisch mit installiert. Wenn man die Reports auswählt, einfach unter Reports Büro und die neue Mengenliste heißt jetzt Subparts Mengenliste 2024.10. Wird jetzt genauso behandelt von der Versionsnamen her wie die Subparts. Die haben jetzt alle erstmal den Subpart-Namen, dann ein Minus, dann Version 2024, Unterstrich und dann die Zahl dahinter. Die 10 ist der Release und alles unter 10 ist sozusagen die Beta-Version. Also gut, wir gehen auf den Release ein, öffnen das Ganze, sagen hier einmal OK. Jetzt können wir hier entweder alles auswählen, wir können markieren. Dann markieren wir halt mal mit grün diese Einbauteile. Also 4 Stück, Dübelleiste, Ankerplatte, nochmal eine Dübelleiste und so eine Muffe. Mit Allplan gestalten wir die Zukunft und mit euren Likes gestalten wir diese Videos. Dankeschön. Jetzt gibt es hier ganz viele neue Sachen. Eins ist weggefallen, hier der Button, dass die 3D-Ansichten erscheinen, der ist jetzt gewandert, der kommt jetzt nur noch hier vor. Das hat aber auch seinen Grund. Okay? Also hier kann man aktivieren, dass man die 3D-Ansicht hinzufügt. Dieser Button bewirkt jetzt Folgendes. Wir können jetzt hier uns anschauen, wo ist denn welche Attribuierung hinterlegt. Das heißt, der Plantext ist hier, Bezeichnung ist hier, Antwort 1, dann ein Leerzeichen, Antwort 2, dann ein Leerzeichen, Antwort 3, hier ist Antwort 4 und hier ist die Menge. Soweit so gut, so erkennt man sofort, wo etwas attribuiert wurde. Ja, jetzt sehen wir zum Beispiel hier, haben wir unsere Einbauteile oder unsere Subparts, die kommen richtig raus, die Ankerplatte und die Durchstandsbewertung hier mit dem Langtext, hier mit dem Hersteller, hier mit der Stückzahl. Aber bei der Muffe sehen wir jetzt haben wir hier bei der A1 eigentlich den Hersteller. Der Hersteller sollte aber zu A4 wandern. Okay? Und sagen wir mal, die A4 kommt dann lieber hier rüber. Jetzt gehen wir wie folgt vor. Also wir haben die A1 als Hersteller benötigt in unseren benutzerdefinierten Einbauteilen. Jetzt können wir hierher gehen und sagen, okay, wir haben ein Mapping von unseren benutzerdefinierten Einbauteilen. Hier, benutzerdefinierte Antwort 1, ist jetzt im Endeffekt eigentlich die Antwort 4. Da gehen wir jetzt her und sagen, okay, das A1 ist jetzt A4 und wir sehen, dass hier jetzt der Hersteller rüberwandert. Und die A1 war bei uns die A4, da tauschen wir jetzt einfach. Und jetzt sehen wir A4, A2, A3. Wir sehen es auch hier fett gedruckt, dass wir hier etwas vorgenommen haben. Und das wäre jetzt sozusagen unser Mapping. Ihr braucht es nicht jedes Mal neu einstellen. Ihr braucht einfach dieses Mapping
neu abspeichern, hier mit diesem Button, Layout Designer, Datei, und dann müsst ihr irgendwas ändern, keine Ahnung. Jetzt könnt ihr speichern unter. Machen wir mal so. Jetzt könnt ihr speichern unter. Und dann habt ihr sozusagen eure neue Mengenliste auf eurem Bürostandard geändert. Apropos, der Ersteller, der ist in den AGBs benannt, da der darf nicht geändert werden. Genauso wie hier Subports und Subgrid darf nicht gelöscht werden. Da steht in den AGBs drin und in der Lizenzvereinbarung. So, was haben wir jetzt ansonsten noch? Also, wir haben den A4-Export. Was ist das Ganze? Wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch. Wir schauen uns das Ganze in der Druckvorschau an. Wir haben jetzt einen schönen A4-Zettel und können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir senden der Baufirma jetzt diesen Zettel und diese Einbauteilmengenliste erscheint nicht auf dem Plan. Kann funktionieren, ist gut. Es geht auch noch, es gibt auch noch Ausschreibungen, Links, die man mit draufsetzen kann, allerdings nur, wenn ein Subport einen Premium-Partner besitzt. Zeige ich dann auch gleich noch. Die Darstellung ist die 3D-Darstellung. Details anzeigen ist auch was Tolles. Wir können hier jetzt uns Details anzeigen und wenn wir die Druckvorschau verlassen, dann können wir hier klicken und dann wird uns in Allplan das Mark and Zoom erzeugt, also markiert und rangezoomt. Eine tolle Funktion. Die deaktiviere ich jetzt wieder, Details nicht anzeigen. Wir gehen wieder in die Druckvorschau. Wir können auswählen, ob wir Einbauteile, Montageteile oder Platzhalter suchen. Allerdings ist das eine Funktion, die funktioniert nur bei den Subports, denn die haben die Antwort 5 als EBT, PLH oder MOT belegt und danach wird gefiltert. Okay? Also, wenn ich jetzt Montageteile anzeigen lasse oder Platzhalter, dann kommen einfach die benutzerdefinierten Einbauteile trotzdem, weil die diese Differenzierung nicht haben. Ich kann die Farbzeile rot zum Beispiel ändern in allen möglichen Farben, zum Beispiel in blau. Ich könnte aber auch sagen, okay, der Text soll schwarz sein und hier oben soll es weiß sein, wegen dem Schwarz-Weiß-Modus, den viele haben möchten. Aber das geht dann auch noch anders. Ich setze mal zurück. Subgrid rot und hier grün, keine Ahnung, wir ändern es eh gleich ab. Wir haben hier noch eine Filterbezeichnung, das heißt, viele sagen, wir wollen teilweise Einbauteile einzeln als Liste ausgeben. Dann gehen wir hier auf die Bezeichnung und können zum Beispiel sagen, wenn hier nicht mehr alles steht, sondern Ankerplatte, und wir drücken einmal Enter, dann wird nur die Ankerplatte ausgewählt. Hier unten wird nochmal angezeigt, wenn alle Daten steht, dann werden wir alle angezeigt. Jetzt suchen wir zum Beispiel nur die Muffe und es erscheint nur die Muffe. Also hier machen wir alle und jetzt werden wieder alle Einbauteile angezeigt. Das ist sozusagen mein Service, den ich erweitert habe, dass ich nicht jede Liste nochmal einzeln erstellen muss, sondern eine Liste für alle Subparts greift und einfach nochmal eine eigene Filterfunktion hat. Ist auch für meine Pflegearbeit viel leichter. Ja, der Hinweis noch, zum Beispiel können wir hier Decke Bauabschnitt 1 Haus 4 eingeben und schon erscheint das hier oben in der Headline. Dann können wir natürlich den Kurztext noch ausblenden, zum Beispiel den hier. Ausblenden braucht man nicht. Oder wieder einblenden. Das Logo können wir anzeigen lassen. Das Mapping, das ich gerade gezeigt habe. Also einfach hier mal einmal einstellen und dann passt das. Die Schriftart könnt ihr zum Beispiel ändern in Arial oder was gibt es noch? Bahnschrift. Je nachdem, was euer System erkennt, könnt ihr eben die Schriftart ändern, so wie ihr es braucht. Calibri Light. Geht auch, super. Machen wir das Light weg. Und dann habt ihr jetzt hier noch den Button Schwarz-Weiß SW, Schwarz-Weiß-Modus. Genau. Jetzt gibt es aber nicht bloß den A4-Modus, dass wir diesen Report exportieren als PDF oder Word oder Excel oder sonst irgendwas, sondern es könnte ja auch sein, dass ihr das in Allplan absetzen möchtet für euren Plankopf oder für euren Plan. Ganz häufig der Fall. Dann einfach A4 deaktivieren und dann seht ihr, dass hier unten die Fußzeile verschwindet und die Kopfzeile verschwindet, bis auf das Logo.
Vielleicht wollt ihr das haben oder nicht. Dann könnt ihr sozusagen einfach das Logo mit deaktivieren und schon habt ihr den Modus für Allplan. Dann einfach einmal absetzen. Müsst aber vorher auf den Maßstab achten und dann habt ihr das Ganze hier als Report abgesetzt in Allplan.